gleich weg. Ja. Und ich glaube, ich muss mal wieder die Kühe dezimieren, weil die sind mir langsam ein Fetz zu leise. Zu laut. Nicht zu leise. So, dann haben wir hier das weg. Dann gehen wir mal hier hoch. Und ruppen das alles weg. So. Dann haben wir auch bald das ganze Stein hier weg. Ja, und sonst habe ich eigentlich großartig nicht viel zu erzählen, weil das war wieder mal eine spontane Aufnahme, wo ich mir gedacht habe, ja, hast eh einen kleinen Weg zu wenig Folgen für die nächste Woche. Weil ich will ja immer so bis Sonntag vorproduziert haben, also eine komplette Woche, Montag bis Sonntag. Jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr, weil ich jetzt noch, oh ja, ich muss jetzt heute eigentlich noch eine Folge freischalten, ist mir gerade 7 Teils eingefallen. Das habe ich ganz verpennt, das muss ich dann nachher gleich machen. Sobald ich hier mit der Aufnahme durch bin, werde ich die Folge online stellen. Das ist jetzt dann sogar schon 67 ungefähr, wenn mich jetzt mein Hirn nicht trügt. Oder 68? Boah, ich weiß es schon gar nicht. Ich habe schon so viele Folgen gemacht, das wundert mich schon selber, dass ich das so lange durchhalte. Weil das erste Let's Play, wo ich gemacht habe, war recht... Ach, das war jetzt falsch. Zügig abgebrochen. Weil wegen Unlust. Und weil es halt auch nicht so gut angekommen... Oder ja, es war, ist schon nicht schlecht angekommen auf dem Hauptkanal. Aber ich habe mir gedacht, auf dem Hauptkanal... Unterschaufeln. Lasse ich lieber meine Standardsachen, so Mac-Sachen etc. und auch Mod-Tutorial oder Mod-Reviews. Da habe ich mir gedacht, ja, lass das lieber so. Und da habe ich ja dann den Kanal hier aufgemacht, wo ihr dann aktuell zuschaut bei meinem Let's Play. Und ja, ich habe jetzt überlegt, noch ein weiteres Let's Play zu starten. Ich weiß nur noch nicht genau, in welcher Reihenfolge ich das jetzt starte. Ich sollte mal die Eimer wegbringen. Rein. Tipp. Ob ich den ersten Teil zuerst Let's Playen soll oder den zweiten einfach so. Das kommt weg. Aber das ist jetzt noch... ja, da bin ich noch voll unentschlossen. Wie ich das schlussendlich machen soll. Da muss ich einfach mal warten, wie ich dann die Lust habe, weil es sind zwar nur 12 Stunden oder 13 Stunden, wenn ich jetzt mal... Ich habe es ja schon so selber durchgespielt. Da hat zu mir gesagt, Steam 12 Stunden gezockt. Aber das ist halt, ja, wenn man kommentiert, ist es halt immer ein bisschen länger. Und man muss dann halt auch auf die entsprechenden Sprüche eingehen, wo in dem Spiel kommen. War da jetzt gerade ein Zombie? Nee, das war nur Gras. Weil es sind halt schon witzige Sprüche. Und ja, das ist, da muss ich dann einfach mal gucken, wie ich das dann hinbekomme. Auch zeitlich mit der Produktion hier. Ich weiß, das sind nur 2 Let's Plays. Aber trotzdem ist es halt auch Zeit, die in Anspruch genommen werden muss. Und es wird halt dann schwer, immer 2 Let's Plays gleichzeitig zu machen, finde ich jetzt persönlich. Aber da muss ich dann mal gucken, wie ich das machen will mit den Folgen etc. pp. Aber das ist jetzt noch alles in meiner geistigen Mache. Und das wird man ja dann sehen, wie es schlussendlich dann ausgeht. Wie ich dann... Oder ob ich dann überhaupt noch das zweite Let's Play mache oder nicht. Weil ich will halt schon eigentlich eine offizielle Lizenz vom Publisher. Aber da kommt nichts an oder kommt nichts zurück. Ich muss da wahrscheinlich mal ein paar weitere Nerv-Mails hinschreiben. So nach dem Motto, can you please give me... I'm a German Let's Player, please. Es ist halt immer das Problem. Ich weiß halt nicht, wie die amerikanischen Publisher da dann dazu stehen. Wenn man da wirklich offizielle Anfragen stellt. Aber naja, das werde ich ja dann vielleicht sehen. Ansonsten machen wir es halt ohne offizielle Lizenz. Und dann wird halt keine Monetarisierung oder sonst irgendwas draufgeschalten. Muss ich mal gucken. Aber das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Ansonsten schicke ich halt täglich die Mail raus. Can you please give me official license? Natürlich nicht so geschrieben, sondern in einem netten Business English. So, dass die sich nicht denken, boah, was ist das für ein Horst?
Weil es ist halt auch wichtig, dass die Leute dann ja in einem anständigen Englisch angeschrieben werden und nicht da so mit dem Slang-Englisch, wo man sich so aneignet über die Schule oder halt übers Fernsehen. Ich will da halt schon, dass es ja komm, komm. Dass es ein bisschen anständig rüberkommt, das Englisch, das muss dann halt schon sein. Und von dem her will ich da halt hoffen und gucken, dass das auf jeden Fall ein bisschen was wird. Und wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, dass es im Zweifelsfall ohne Monetarisierung rauskommt. Sprich, ihr bekommt dann direkt die Videos, ohne dass Werbung davor, zwischendurch oder am Ende kommt. Oder die, ja, genau. Oder die Banner, wo halt kommen. Weil einer der Dinge müssen halt, oder beziehungsweise zwei sollten gemacht werden. So Midlay-Werbung so zu einem bestimmten Zeitpunkt, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Weil es ist dann so im Fluss vom Spiel ist es scheiße. Also für euch. Und weil dann könnte es sein, dass ihr einfach die Lust an dem Video verliert. Dann einfach wegschaltet und das will ich halt auch nicht. Deswegen gibt's wirklich nur. Oh Gott, mir ist ein bisschen schwindelig. Am Anfang gibt's Werbung ganz normal, wie man es halt kennt. Aber jetzt so mittendrin im Spiel, das finde ich überhaupt nicht. Gefällt mir selber überhaupt nicht, deswegen mache ich sowas auch nicht. Oh, sorry, kurze Rübsorge. Weil ich habe wieder lecker Pizza gegessen. Und ja, was steht heute noch so an? Heute ist ja der 9.6. Sprich, die deutsche Nationalmannschaft spielt heute ihr Auftaktspiel gegen. Ja, weiß ich gerade nicht. Müsste ich nochmal gucken. Portugal. Portugal, Spanien, Portugal. Ich glaube, Portugal war es. Aber 100% bin ich mir nicht sicher. Und das werde ich mir mit ein paar Freunden zusammen dann später anschauen. Deswegen mache ich auch nur eine halbe Stunde Aufnahme. Weil wir werden dann. Es beginnt zwar 2045, aber man will ja noch ein bisschen mit den Labern und alles. Und ich muss ja dann auch noch das Rendern anschmeißen. Deswegen müsst ihr mir verzeihen, dass jetzt dann. Es sind zwar 7 Folgen für die nächste Woche, aber das ist mit zwei kleinen Begrüßung dann zusammenhängt. Aber ich hoffe mal, das wird nicht so schlimm für euch. 7? Ja, 7 Folgen sind es dann. Ich musste gerade nur wieder rechnen. Und das sollte ja dann auch für euch in Ordnung sein, dass ich immer mir so viel Mühe mache und ein bisschen Dummschwall laber, wenn ich aufnehme. Ja, und das Schlimmste ist dann hier das hier. Das wird dann wirklich das Schlimmste sein zum Abreißen. Es ist zwar alles, ja, auf perfekter Abbauhöhe bzw. Bauhöhe, aber es ist halt nervig, das dann abzureißen. Aber da muss ich dann mal schauen, wie ich das später mal realisiere. Ich werde jetzt erstmal hier abbauen. Und im Zweifelsfall, wenn ich euch das jetzt nicht auch noch antun will bezüglich den Bäumen versetzen, werde ich das mal so geschwind mit World Edit vielleicht machen und mir die ganzen ja, Kisten, wie ich, oder wie man die auch immer jetzt nennen möchte, dass die dann halt eins nach hinten gerutscht werden. Upsala, so. Voll? Ja. Also sprich, dass die da eins rüberrutscht und die da eins rüber. Damit es ein bisschen schicker aussieht, muss ich sagen. Weil so nah am Kiesweg ist halt auch nicht schön, würde ich jetzt mal behaupten. Weil es war dann, wie gesagt, auch ein kleiner Denkfehler. Es wird jetzt schon wieder Nacht. Aber ich habe ja hier jetzt dann alles abgebaut. Fackeln haben wir auch alle aufgenommen. Dann gehen wir mal da wieder rein. Und rennen im Lichtbug vom Sonic Shader Mod
durch unseren Gang und schmeißen uns ins Bett. Rüsten das Schwert aus und sagen, yeah, hallo Sonne. Oder ja, Sonne noch nicht. Es dauert ja noch ein bisschen, bis ich dann wieder das Haus gebaut habe. Aber wir machen jetzt erstmal Luki Luki. Ja. Gespawnt ist nix. Ich hoffe mal, dass 64 reicht. Ansonsten muss ich halt wieder runterrennen und mir neues Erde holen. Neues Erde. Neue Erde. Nicht neues Erde. So. Und irgendjemand schreit gerade im Fernsehen. Weil ich lasse jetzt noch die Watchmen Blu-ray im Hintergrund laufen. Geiler Film. Also finde ich richtig cool. Ist sehenswert, wenn man so auf Scheiße. Nein, nicht auf Scheiße steht, sondern auf Comic-Verfilmung. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der riesen DC-Comic-Fan. Aber der Film hat auf jeden Fall was richtig Cooles. Also der hat wirklich geile Special Effects. Gerade so Mr. Manhattan, also wer den Film schon kennt. Ja, kennt Mr. Manhattan. Und auch so allgemein, die Story ist eigentlich schon recht cool gehalten. Scheiße, doch nicht durch die Wand glitschen können. Ja, da geht's halt, dass die Amis den Kalten Krieg gewonnen haben und auch Vietnamkrieg. Also, dass sie wenigstens mal was nachweisen können bei ihren Kriegen. Oh, er hat was Böses gegen die Amis gesagt. Ja, zum Glück haben